Stars wie Michelle Hunziker, Kathy Hummels und René Zellweger suchen neue Herausforderungen und merken, es macht glücklich, den Traum, fliegen zu können, hatte sie schon als kleines Mädchen. Vor kurzem erfüllte er sich endlich für Kathy Hummels, 34. Es klingt verrückt, aber ich hatte eigentlich gar keine Angst. Ich habe es einfach gemacht, sagt die Moderatorin zu Gala. Oben in der Luft war es eiskalt. Als ich aus dem Flugzeug gesprungen bin, habe ich natürlich kurz geschrien, aber dann einfach nur gelacht. Ich habe so einen Frieden und eine Ruhe gespürt. Da oben hörst du nichts außer Stille. Neue Erfahrungen erweitern den Horizont und machen glücklich. Etwas Neues ausprobieren, über sich hinauswachsen, solche Erfahrungen erweitern den Horizont und machen das Leben bunter. Das entdecken gerade auch viele andere Stars für sich. So wie Michelle Hunziker, 45, die seit der Trennung Karate lernt, Hollywood-Star Katie Holmes, 43, die sich in Malerei ausprobiert, oder René Zellweger, 52, die in den vergangenen Jahren mit Begeisterung Jura studiert hat. Die Möglichkeiten, Neues zu entdecken, sind unbegrenzt. Schon ein kleiner Schritt kann eine sehr große Wirkung entfalten. Psychologen erklären das so: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, Routinen geben ihm das Gefühl von Sicherheit. Doch es lohnt sich, ab und zu aus dem Trott ausbrechen, denn neue Erfahrungen stimulieren das Gehirn und sorgen für Glücksmomente. Oder, wie Kathy Hummels es nach ihrem Sprung formuliert: Mega! Ich hätte ewig durch die Luft segeln können. Michelle Hunziker lernt neue Sportart. Ausdauer, Kraft und Körperbewusstsein beeinflussen auch das Gemüt. Das erlebt Michelle Hunziker bei ihrem Kampfsporttraining. Die Moderatorin, bekannt für ihr gewinnendes Lächeln und ihre Fröhlichkeit, baut auf diese Weise negative Energie ab und spürt gleichzeitig eine besondere Selbstwirksamkeit. Toller Nebeneffekt: Karatestunden sind ein effektives Mittel, um die Traumfigur zu halten.